Wieso nicht, ne? Mal kurz sinken hier. Okay, wir haben jetzt hier einen Bogen. Pfeile weiß ich noch nicht, wo man die herbekommt. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, erstmal wieder nach unten. Aber ist schon nicht so schön, hier immer in so einem Block zu leben. Ne? Ich meine, nichts als Beton hier, ne? Keine Bäume, keine Natur, gar nichts. Und überall stehen hier Kartons rum, Müll. Also wenn das das wirklich ist in Japan, dann würde ich hier nicht so gerne leben wollen, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn das ja eine sehr technologisch weit entwickelte Stadt ist. Aber trotzdem. Oh. Was ist das? Okay, Geistersicht. Wenn wir hier so die Leute verfolgen. Neues Wahrzeichen entdeckt. In Sancho. Okay, wo geht er jetzt hin? Immer wieder diese Bäume von vorhin. Okay. Verderbnis und Geister. Manche Geister sind in verwuchernder Verderbnis gefangen. Mit der Geistersicht X kannst du die Quelle der Verderbnis aufdecken. Sobald du diese Quelle zerstörst und die Geister befreit hast, kannst du sie absorbieren. Dann mal her mit euch. Okay, hier haben wir noch einen Laden. Hallo Katze. Was darf sein? Ach, hier können wir auch Pfeile kaufen. Okay, die kosten 3000. Da müssen wir drauf sparen, die sind wichtig. Können wir was verkaufen? Verkaufen geht nicht, ne? Das ganze Essen. Okay, leider sind wir relativ pleite. Okay, wo sollen wir hin? Ja. Haben sie ganz cool gemacht. Sieht echt gut aus. そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか?さあ。どうだろうな。 Eigentum ist immer Diebstahl. Das heißt, man soll alles teilen. Eigentlich ein guter Gedanke, ne? Ich kann Gedanken lesen. Ich habe schlechte Laune. Oh, warum hast du schlechte Laune? Soll ich dich mal streicheln? Kann ich nicht. Dann winkt er so, aber es passiert nichts. Okay. Warum hast du schlechte Laune? Hm? Ich habe schlechte Laune. Es tut mir leid. Müllentsorgung am Schrein. Wenn Sie Müll hinterlassen oder Abfall an unseren heiligen Schrein entsorgen, wird Ihnen die volle Weihungsgebühr für die Bereitstellung Ihrer eigenen Grabstätte berechnet. Wirst du gleich abgeborgt, wenn du Müll am Schrein hinterlässt. Stehen.
Warum wollte die weglaufen? Die sich so erschrocken? So, die Geister hier nehmen wir noch mit. Eine Kabeltrommel. Also es gibt hier quasi alles als Äther. Hier haben wir einen Stuhl. Einen Staubsauger. Warum auch immer sowas hier draußen einfach so rumsteht. Im Regen. Einfach mal so ein Sofa hier vorne stehen. Wird doch alles ganz nass. Was ist denn los mit den Leuten hier? Geld, Geld brauchen wir. Oh, ein Hundi. Woran denkst du gerade? Ach, ihm können wir jetzt Hundefutter geben. Ja, hier fein die, ne? Hier haben wir jetzt was zu futtern. Kleines Fresschen. Oha. Ich war gerade dabei, den Hund zu füttern und du kommst hier einfach und störst uns. Sicherheit. Nein, jetzt ist der Hundi weg. Wo ist er hin? Ich habe ihm doch gerade was zu essen gegeben. Hat er jetzt Angst gehabt? Wo ist jetzt unser Hund hin? Post eines Foodbloggers. Hey Takeshi. Ich serviere euch heute mal ein paar Fakten zu Ramen. Hm, Ramen. Wir alle haben diese eine Rahmensorte, auf die wir immer wieder zurückgreifen, oder? Ja, stimmt tatsächlich. Da waren einmal die klassischen Shuyu-Rahmen. Denn die unheimlichen salzigen Shio-Rahmen, die herzhaften Tonkotsu-Rahmen, ganz zu schweigen von Tantantam-Tam-Men. Na toll, allein beim Aufsehen werde ich schon ganz hungrig. Ja, das stimmt, die ganze Zeit habe ich Hunger bei diesem Spiel. Wie dem auch sei, ich bin in letzter Zeit ganz vergessen auf eine Rahmenkette, die gerade durch die Decke geht. Joho-Rahmen. Es gibt nichts Besseres als einen Haufen Gemüse in einer dampfenden Miso-Brühe. Und das Besondere bei Joho-Rahmen könnt ihr die Süßigkeit der Brühe und die Knoblauchmenge sogar selbst bestimmen. Falls ihr noch nicht da wart, dann ist nichts hier hin. Du kannst ja immer im Grunde selber bestimmen, wie viel Pulver du reintust. Also, das ist doch jetzt keine Innovation. Es fehlt der Hundi hier, dem ich Futter gegeben habe. Der ist einfach abgehauen, weil er sich erschreckt hat. Ist er hier rüber geklettert? Nee. Aber hier haben wir wieder so eine Schülerin, oder was ist das? Ist eigentlich ein Eintrag zu? Gucken wir mal. Datenbank. Schülerin des Leidens. Besucher, die aus der Sorge junger Schülerinnen entstehen. Sie handeln schnell und greifen mit gnadenloser Beharrlichkeit. Okay. Nikomata. In japanischen Volkssagen können Katzen, die lange leben, zuweilen mächtige übernatürliche Kräfte entwickeln. Ihr Schwanz teilt sich dann in zwei auf und sie verwandeln sich in ein als Nikomata bekanntes Yokai. Die Etymologie des Namens ist etwas mehrdeutig. Neko bedeutet Katze auf Japanisch. Meta kann mit verschiedenen Kanji geschrieben und unterschiedlich interpretiert werden. Meist bezieht es sich jedoch auf die zwei Schwänze des Yokai. Durch ihre übernatürlichen Kräfte können sie Menschen verstehen und diese Fähigkeit wird mit dem Alter stärker. Nekomata sind jedoch nicht ausschließlich gutartige Geschöpfe, sondern greifen Menschen gelegentlich auch an. Oha. Also wenn du den nicht genug bezahlst, dann musst du aufpassen, oder? Im Show. Das Migetsuko, ein Tagebuch, das zwischen dem 12. und dem 13. Jahrhundert von Fujiwara Saidi verfasst wurde, erzählt von einem Nekomata, das eines Nachts erschien und 7 oder 8 Unglückselige verschlang. Die verschlingen die dann? Okay. Es ist ein Rätsel, weshalb sich diese mystischen Katzen in Shibuya niedergelassen haben. Eine Theorie besagt, dass die Maika für den Kauf von Unterweg-Katzenminze sparen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne nur Unterweg-Katzenminze. Das macht ja die Katzen quasi so ein bisschen high, ne? Tiere in Shibuya. Im Gegensatz zu den Menschen sind die Tiere in Shibuya nicht verschwunden. Sie leben und durchstreifen weiterhin die Straßen Shibuyas. Mit Hilfe der Geister sich kannst du mit ihnen kommunizieren. Okay. Ah, die haben sich hier echt Mühe gegeben. Also
Gefällt mir sehr gut. Was haben wir denn hier? Da ist noch so ein Schrein. Geld nehmen wir mit. Waren wir hier schon bei dem Schrein? Oder ist das ein neuer? Ah, das ist der, den wir schon hatten, ne? Mhm. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Was sagt er denn? Da ist noch ein Schrein. Da unten. Das haben wir ganz hin. Okay, dann gehen wir erstmal uns in Richtung dieses Schreins bewegen. Und schauen mal. Hier ist noch ein Hund. Ist das der Hund, den wir vergessen haben vorhin? Ist das Duschen? Nee, oder? Hier gehen wir mal hier immer durch die Gassen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwelche coolen Sachen. Oh, was ist das? Achso, Geld. Oh, viel Geld. Cool. Hier ist noch eine Katze. Woher kommen die all die schwarzen Schatten her? Oh Gott, die Mülltonnen machen auch komische Geräusche hier. Mal schön das Geld mitnehmen. Hier haben wir jetzt hier so einen Baum hier, den können wir wegmachen, ne? Nehmen die Geister mit. Und gleich mehrere. Können wir hier durch? Nee. Warum nicht? Und wo wollten wir hin? In die Richtung, ne? Können wir die streicheln? Ja, dich können wir streicheln. Du magst das, ne? Kleine Katze. Okay, können wir hier durch? Nein. Dann gibt es echt viel zu finden hier, ne? Autos, ganze Autos, die können wir zerhauen. Oh, was jetzt? Da oben ist ein Schrein. Mitten auf dem Dach, okay. Okay, was ist das? Engel? Tengu. Tengu. Neuer Eintrag, Tengu. Tengu, eine mystische Art von Yokai. Yokai sind so Geistwesen, denk ich mal, naja. Kennt man ja auch so ein bisschen aus Animes. Die tief im Inneren von japanischen Gebirgen hausen sollen. Sie besitzen außergewöhnlich mächtige, übernatürliche Kräfte und alle möglichen rätselhaften Vorfälle in den Bergen werden dem Einfluss von Tengu zugeschrieben. Ein solches Phänomen auf Japanisch als Tengu Daoshi bekannt, was sich als Tengu-Fall übersetzen lässt. Dabei hört man mitten in der Nacht, wie ein Baum umstürzt, doch am Morgen gibt es keine Anzeichen dafür, dass dies wirklich passiert ist. So gruselig. Kleine Steinschläge, die plötzlich auf Menschen niedergehen, werden als Tengu Tsubutu, Tengu-Kiesel bezeichnet. Aufgrund solcher Geschichten und der Fähigkeit der Tengu, Menschen Schaden zuzufügen, werden sie gleichermaßen gefürchtet und respektiert. Es gibt aber auch Geschichten, in denen die Kreaturen ihre Kenntnis der Kampfkünste mit Menschen teilen, die sie mögen. Okay, und die können kämpfen. Minamoto no Yoshitsune, ein berühmter Feldherr des 12. Jahrhunderts, soll seine Schwertkünste von dem Tengu auf dem Berg Karuma bei Kyoto gelernt haben. Wieder andere Legenden berichten von Menschen, die in Tengu verwandelt werden. Beispielsweise buddhistische Priester, die während ihres Lebens Arroganz und Groll anheimfallen. Nach ihrem Tod finden sie sich im Reich der Tengu, dem Tengudo, wieder.
Auf dieser Legende basiert eine japanische Redensart, nach der sich hochmütige Personen in Tengu verwandeln. Okay. Also immer aufpassen, ne? Man soll ja sowieso nicht gierig sein und Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Na, die sind doch schon immer sehr weit in ihrer Tradition, die Japaner. Schweigende Katzen, goldene Tatzen. Betriebsgeheimnis da. Aber jetzt können wir hier von den Dingern welche kaufen. Und zwar 3 Stück. Das machen wir auch. Jetzt haben wir 14 Katashiro. Tschüss, Katze. Wo sollen wir jetzt hin? Ach, wir sollen das Tor reinigen. Okay. Ah, okay, krass. Gott. Wo ist er? Greift er mich an? Ich sehe ihn nicht mehr. Ist er weg jetzt? Ah, okay, was jetzt? Mit Greif und Gleiten kannst du dich durch die Luft schwingen. Greife mit einem Draht nach einem Tengu und benutze ihn, um dich schnell in die Luft zu ziehen. An einen Draht. Gleiten können wir auch. Okay. Ein Optionsmenü kannst du zwischen Halten an- und ausstellen. Okay. Aber wir haben ja eh keinen Fallschaden, ne? Was war das? Drachen. Ein Spielzeug, das man fliegen lässt, häufig während des Neujahrsfests. Ah, okay. Okay, das war jetzt dieses Gleiten. Ja, die sehen aber jetzt nicht freundlich aus. Ne, sind sie auch nicht. Okay, der haut von mir ab. Die töten. Ne, also die sind anscheinend freundlich, aber die nicht. Okay, haben wir hier noch einen neuen Eintrag für die Jungs? Herumtreiber. Besucher, die aus dem Wunsch zu fliehen entstehen. Ihre Eingeweide sind völlig leer. Sie schweben in der Luft und greifen von oben an. Also so Feiglinge. Tori reinigen. Na, hier haben wir auch noch so eine wieder. 2 Stück sogar. Eine Aufzeichnung von einem Wissenschaftler, der über Familien und Katzen spricht. Natürlich. Was hat er denn zu sagen? Neben der Haupthandlung gibt es eine Reihe von Nebenmissionen, die in der ganzen Stadt zu finden sind. Diese Missionen umfassen verschiedene Aktivitäten, darunter übernatürliche Untersuchungen von Yokai und die Rettung verirrter Geister. Sie haben keine Auswirkungen auf den Fortschritt der Haupthandlung. Startpunkt von Nebenmissionen werden im Kartenmenü angezeigt. Okay. Nebenmission. Noch eine Nebenmission. Okay, sind hier direkt in der Nähe, ne? Gucken wir gleich mal. Neue Datenbank. Was haben wir jetzt hier? Ne, sonst ist jetzt hier nichts. Was war jetzt mit dem Ding? Ach, das ist eine Videoaufzeichnung, ne? Die müssen wir nochmal über Video gucken. Das haben wir ja hier, ne? Sprachaufzeichnen, Akte da. Na, das stimmt. Petto
Ja, aber man lernt dann auch mit dem Tod umzugehen, ne? Ich hatte auch damals mit 13 einen kleinen Hund bekommen, Jack Russell, der tatsächlich mittlerweile auch schon gestorben ist, ne? 15 ist er geworden. Ganz gutes Alter für einen Hund, aber das ist natürlich dann. Aber wenn man dran denkt, dann wird man immer noch manchmal traurig, ne? Das ist halt wie ein richtiges Familienmitglied. Das gehört dazu. Unterwelt Shiruku. Es besteht eine verblüffende Ähnlichkeit mit irdischem Shiruku. Auch wenn es nicht allzu süß ist, sättigt es stark und seine revitalisierende Wirkung erhöht deine maximalen Lebenspunkte deutlich. Ja, es hört sich gut an. Japanische Kalendereintrag 3. Um den Monat Oktober herum. Kanazuki. Der 10. Monat im traditionellen japanischen Mondkalender. Das mittlere Kanji im japanischen Wort für Kanzuki wurde ursprünglich nicht wegen seiner Bedeutung, sondern nur wegen seines Klangs benutzt. Dies mag zunächst unwichtig erscheinen, jedoch gilt, geht man nur nach dem Klang, bedeutet das so viel wie Monat der Götter. Geht man jedoch nach der Bedeutung, steht Kanzuki für Monat ohne Götter. Obendrein kommt hinzu, dass dies der Monat ist, in dem sich die Shinto-Götter im Izumi-Tashia-Schrein einfinden sollen. Demnach kann hier zweideutig interpretiert werden. Entweder versammeln sich die Götter in diesem Moment oder sie verlassen ihre reguläre Heimstätte und sind deshalb in diesem Moment abwesend, Monat abwesend. Ja. Man lernt hier echt viel über Japan. Also, ich bin normal echt nicht so einer, der sich die Sachen hier durchliest. Normalerweise renne ich immer relativ schnell durch die Games durch. Aber hier machen wir mal eine Ausnahme, weil mich interessiert das selber extrem und deswegen lese ich mir das alles durch. Unterwelt Onigiri. Onigiri sind einfach lecker. Aber ohne Form durchaus schwierig zu machen. Gibt so richtige Onigiri-Formen, mit denen man das also selber machen kann. Na, kommen wir da rüber? Ja, wunderbar. So, wo hast du deinen Kern versteckt? Da. Und noch ein Geist, den nehmen wir mit. Ihr kommt mit und hier unten ist eine Telefonzelle. Kein Fallschaden. Selbst doch, wenn man keinen Fallschaden kriegt, ist das witzig. Was haben wir hier? Neue Aufzeichnung von Ed. Was hat er denn zu sagen? Vor allem die Katzen, ne? Die wollen das die ganze Zeit haben. Kapitalistische Geister hier. Kapitalistische Geisterkatzen. So, wir telefonieren einmal rüber in die andere Dimension. Wie er so mit mehreren Fingern tippt, das macht doch kein Mensch. Also keine Ahnung, ich zumindest nicht. Ja, EP. Gerne doch. Geister einmal hochladen. Ich hoffe nicht, dass der Bösewicht hier sie direkt wieder vernichtet. Erfolgreich abgeschlossen, ja. Aber die Körper sind doch weg. Ja, Stufenaufstieg, Stufe 4. Hier können wir noch wieder was skillen. Aber ich glaube, wir sparen jetzt erstmal und skillen dann hier was, ne? Oder was hatten wir hier noch? Ja, die fallen ja schon recht häufig um, ne? Ich nehme mal das. Ich bin bereit. Natürlich. Ach, hier kann ich auch Wacker Cola, grüner Tee, Energy Drink kaufen. Das ist der erste, der funktioniert. Also hier, die Geister hat man hier echt überall. Man kommt hier.
kaum voran, weil man hier so viel zum Erkunden hat. Ah, hier ist nochmal eine große Geldsammlung. Danke, da können wir direkt wieder so ein Ding von kaufen. Danke. Gucken wir mal, wo müssen wir denn hin? Wir sollen hier unten hin, aber wir machen erstmal auf dem Weg hier die Nebenmission. Und auf dem Weg können wir hier ja alles so ein bisschen mit einsammeln, ne? Okay, also wir können hier nicht nur Bäume kaputt machen, sondern auch diese Flächen auf dem Boden liegend. Kann ich immer Essen mitnehmen. Karintu. Ja, irgendwann haben wir sie alle durch, ne? Am Anfang werden wir hier noch ein bisschen oft unterbrochen davon. Dieser Snack besteht aus einem Kneteig aus Mehl, der als Rolle geformt und dann frittiert wird. Seine Ursprünge sollen in den chinesischen Tang-Dynastie während der japanischen Nara-Periode 710 bis 794 zurückreichen. Auch schon eine ganze Weile her. Kneteig aus Mehl, ein bisschen aus wie Bratwürste, ne? Und die haben schon damals vegane Würste gehabt. Das Gericht wurde während der Edo-Periode 1603 bis 1868 vor allem von der normalen Bevölkerung verzehrt. Erst 1875 wurde es üblich, Karinto mit braunem Zucker zuzubereiten, woraufhin das Gericht im ganzen Land beliebt wurde. Okay, das ist also was Süßes. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Halt hin. Ah, sehr schön. Jetzt können wir sie immer direkt, wenn sie hingefallen sind. Oh, wer ist er? Da waren wir zu langsam. Noch irgendwo einer? Okay, was war das? Rote Ätherkristalle. Während du Shibuya erkundest, stößt du gelegentlich auf leuchtend rote Ätherkristalle. Sie explodieren, wenn sie zerstört werden. Das kannst du zu deinem Vorteil nutzen, Besucher im Explosionsradio Schaden zufügen. Zudem setzen rote Ätherkristalle bei ihrer Zerstörung roten Äther frei, der SK für Feuerweber wiederherstellt. Okay, Feuerweben haben wir aber noch nicht freigeschaltet. Wo haben wir denn hier den Kern? Da oben. Nee. Na gut, machen wir erstmal den Besucher hier. Da. Okay. Koko Hanareo. Ich kann auch mehrere gleichzeitig absorbieren, wenn ich das gut positioniere. Oh, hier ist auch noch einer. Da oben auch. Komme ich da irgendwie hoch? Oha. Immer wieder so eine Schulmädchen hier. Da kommt noch einer. Das macht echt Spaß, das Kampfsystem. Mit. Macht mir das Schaden? Nö.
Wind. Oben. Okay. Können wir wieder Sachen kaufen? Oh, was haben wir hier? Beten. Ah! Maximale Jinsu-Statue. Das Beten an Jisu-Statuen erhöht dauerhaft deine maximale SK für das ätherische Weben nötig ist. Okay. Jetzt haben wir 31 Munition. Ja, cool. Große Schreine reinigen. Große Schreine in Shibuya verfügen über mehrere verderbte Torii. Durch die Reinigung aller Torii eines solchen Schreines lichtet sich der Nebel in der Umgebung. Die Reinigung eines großen Schreins hat viele Vorteile. Beispielsweise werden versteckte Geister aufgedeckt und neue Shops für Umikuji-Standorte freigeschaltet. Hier gehen wir mal da rein. Was ist denn hier drinnen los? Können wir absorbieren? Danke dafür. Baka-Cola. Ein bisschen Fallout-mäßig Nuka-Cola. Endtümpler Herrin der zweiten Hand Flyer. Ich kaufe jegliche alten und nicht benötigten Bücher, CDs, Markenartikel, einfach alles. Der Ablauf ist so entspannt und einfach, dass Sie nichts falsch machen können. Vier einfache Schritte. Packen Sie alles, was Sie verkaufen wollen, in Pappkartons. Fordern Sie auf unserer Webseite die Abholung an. Übergeben Sie die Ware direkt an Ihre Haustür. Nach einer sorgfältigen Bewertung zahlen Sie direkt auf Ihr Konto. Also schieben Sie es nicht auf. Entschlacken Sie Ihr Leben mit N. Trümpler, der Herrin der zweiten Hand. Ah, okay. Das ist so deinen ganzen Rüppelkram verkaufen. Eigentlich praktisch sowas, ne? So eine App. Gibt es hier in Deutschland nicht bei uns. Haben Sie hier irgendwas? Ah, ja. Unterwelt-Yakuza-Cracker. Es besteht eine verblüffende Ähnlichkeit mit irdischen Cracker-Sorten. Die Ausgewogenheit der süßen Glasur und dem intensiven würzigen Charakter neutralisiert deine Aura, sodass Gegner dich nicht so leicht entdecken können. Ja, also Stealth-Cracker-mäßig. Yakuza-Cracker, was es gibt hier. Das hatten wir ja schon. Gut, dann mal wieder raus hier. Okay. Okay, das ist jetzt ein Tor, ne? Das können wir. Ach, ein großes, das können wir nicht reinigen. Dann müssen wir jetzt diese kleinen Tore machen. Da ist ein Hund. Na, kleiner Hundi. Oh, das große Pech. Das ist echt fies. Aber hey, mach dir nichts draus. Du kannst dir einfach ein neues Umokiji holen. Selbst der große Nobunaga soll neue Umokuji gezogen haben. Ganze dreimal. Wenn selbst eine so große Persönlichkeit wie er sich nicht geniert hat, dann brauchst du das auch nicht. Okay. Wovon sprechen die? Streicheln. Ja, feiner. Oh. Ganz fein. So, was sagst du denn? Nichts, ich muss weiter. Gib ihm was zu essen. Ja, ein Hundefutter haben wir noch. Dann will ich mal reinhauen. Ich hoffe, du bist dankbar. Klar ist er dankbar. Das war so lecker, vielen Dank. Gerne doch. Immer gerne jetzt. Ah, wo rennt er? Oh, der hat aber Power hier. Wo rennt er hin? Na, Kleiner? Wo willst du hin? Wo führst du mich hin? Was möchtest du mir zeigen? Ja, haut da einfach die Mülltonne weg. Oh, du hast was gefunden? Was buddelst du denn da? Geld, oh, das ist ja lieb. Ja, feiner, feiner Hund. Für streichle ich dich nochmal. Kann ich nicht. Okay, schade. Oh, das ist ein lieber Hund. Analogkamera. Eine alte Kamera für die Aufnahme fotografischer Filme benötigt und der einige Serienmörders ähnelt. Okay. Gruselig. Ist noch ein Hund? Woran denkst du gerade? Ich habe leider kein Hundefutter mehr. Es tut mir sehr leid. Du hast kein Futter für mich? Nee, es tut mir leid. Ich muss erst welches kaufen. Ich bin pleite. Ich habe kein Hundefutter mehr. Ich komme zurück. Ich verspreche es dir, ja? Wir holen dir dein Futter. Bei nächster Gelegenheit, wenn ich vorbeikomme. Ja, eine ganze Hundeparty hier, ne?
Okay, wir müssen jetzt hier erstmal zu dem Tor hoch. Ich habe gerade das Ausweichen das erste Mal benutzt. Halt um. Das hier reinigen, ja. Das können wir. So, das erste Tor haben wir. Ah, da haben wir noch einen Regenmann. Und hier sind ein paar mehr. Können wir uns dort anschleichen? Das haben wir jetzt schon länger nicht gemacht. Zack. Hat uns nicht gehört. Sie auch nicht. Ist ja viel einfacher so. Und er kriegt nichts mit. Ne, hier. Wow. Oh, er hat hier nur ein Hemd an. Ist er stärker? Halten auf jeden Fall ein bisschen mehr aus, habe ich das Gefühl. Okay, das heilt uns ein bisschen, jetzt können wir was essen. Dauerhaft mehr Leben. Süßigkeiten machen mich immer munter. Was, der Zigaretten zieht er vor Süßigkeiten? Stimmt denn mit ihm nicht? Rauchen ist nicht gut. Wochenberichte Shinto-Priesters. Montag, 16. August. Keine Gebetstalismane mehr vorrätig. Neue Talismane nachbestellen. Ganz wichtig. Talismane nachbestellen. 17. Freier Tag. Design für das Siegelbuch des Schreins fertiggestellt. Ja, guck, die arbeiten selbst an ihren freien Tagen. 2 Hochzeitszeremonien abgehalten. Ushima am Morgen, Yasuda am Nachmittag. Meeting für eine spartanische Zeremonie. Spartentisch Zeremonie. Was auch immer das ist. Danach einkaufen. August, morgen Unheil abgewendet, nachmittags gründlich geputzt. Katastrophenschutzausrüstung inspiziert. Vorbereitung für Katastrophenübung abgeschlossen. Okay, die wussten also schon, dass hier irgendwas auf uns zukommt. Geister-Dango. Pfeile. Tabelle der Unglücksjahre. In manchen Lebensjahren sucht uns das Unglück häufiger heim als in anderen. Diese Unglücksjahre variieren je nach Geschlecht und es ist ratsam, das Unheil in dieser Zeit sowie in den Jahren davor und danach präventiv abzuwenden, bevor es zu spät ist. Unten stehen finden Sie die kritischen Jahre für beide Geschlechter. Oh Gott. Kritische Jahre. Männer, Lebensjahre 25, 42 und 61. Ja, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit, bis wieder was kommt. Frauen, Lebensjahre 19, 33, 37 und 41. Das ist auch wieder unfair, ne? Die haben eins mehr. Besonderes Vorsicht ist in den Lebensjahren davor und danach geboten. Männer, Lebensjahre 24, 26, 41, 43, 60, 62. Gehen bei den Frauen dementsprechend dann nochmal mehr. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie eine Beratung zu Gebeten wünschen, um Ihr Glück zu bewahren. Das ist doch auch nur hier Abzockerei, oder? Die wollen doch nur das Geld der Leute haben. Wahrscheinlich machen die das nicht umsonst. Feierabend. Man weiß immer nicht, was da so dran ist, ne? Feiertagskalender. Januar, Neujahrestag. Februar, Setsubun. Hinamutsuri, Herbstfest, Chichigu-san. Dezember, Silvester, ja. Haben wir hier noch irgendwas? Im Dach liegt irgendwas. Gehen wir da hoch? Ja. Was haben wir denn hier? Unterwelt-Yakuza-Cracker. Die nehmen wir mit. Das Tor können wir noch reinigen. Okay, das haben wir gereinigt. Ein bisschen Munition mitnehmen.
haben. Ja. Hundefutter. Hätten wir vorhin gebrauchen können. Und wieder was Neues zu essen hier. Dorayaki. Eine japanische Süßspeise aus zwei runden Pfannkuchen, die mit roter Bohnenpaste gefüllt sind. Der Name leitet sich von Dora ab, dem japanischen Wort für Gong. Manchmal wird es auch als Mikasa bezeichnet. In Anlehnung an den Berg Mikasa in Nara. Oh, sieht auch super lecker aus. Ja, die füllen immer überall rote Bohnenpaste rein. Man kann natürlich auch andere Sachen reintun. Weiße Bohnenpaste, gelbe Bohnenpaste. Nein, oder Hähnchen zum Beispiel oder andere Leckereien. Oh, was ist das? Wenn wir schon von Hähnchen sprechen. Hähnchenspieße in süß-saurer Soße, die traditionell auf einem Grill gegart werden. Die erste Yakitori-Stände kamen gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Japan auf. Ab dem 20. Jahrhundert waren diese Stände dann häufig in der Nähe von Bahnhöfen zu sehen und richteten sich vorwiegend an Büroangestellte, die auf dem Heimweg eine schnelle Mahlzeit brauchen. Erdbeer-Harefuku hatten wir schon. Wenn wir hier irgendwas reinigen... Die sieht so verflucht aus, hier der Tempel. Ne, können wir nicht. Oh nein, wir waren wieder zu laut. Wo kommst du her? Ich danke euch für eure Spende. Okay, jetzt müsste auch das letzte Tor sein, ne? Reinigung. Na, ich finde die Gesten ganz cool hier so mit der Hand. Man hat so ein bisschen was von Naruto-Style. Schnellreise. Wählen einen geeigneten Schrein oder einen anderen Schnellreisepunkt im Kartenmenü, drücke X, um hinzureisen. Ja, Schnellreise habe ich mich schon gefragt, ob es das gibt. Das hast du eigentlich fast in jedem größeren Open-World-Spiel. Sehr cool. Die nehmen wir mit. 497 Geister. Oh, da waren aber ganz schön viele drauf gestapelt. So. Wir wollten jetzt ja hier noch diese Nebenmissionen machen. Oh, wir haben schon wieder neue Nebenmissionen freigeschaltet. Da wollten wir hin. Die haben wir auch noch markiert, ne? Bin schon wieder vom Weg abgekommen. Also sowas mag ich immer, dass man auf dem Weg so viel erkunden kann, dass man quasi vom eigentlichen Hauptgeschehen des Spiels halt so abgelenkt ist. Es macht halt auch Spaß, hier alles zu erkunden. Hier haben wir einen Katzen-Outdoor-Stand hier. Eine Kabeltrommel. No, was verkauft sie? Willkommen in meinem Laden. Ah, die verkauft Essen. Oh, geil. Die habe ich schon mal gegessen. Taiyaki. Ein beliebtes Waffelgebäck in Fischform, das mit roten Bohnenpasten gefüllt ist. Ah, dann nehmen wir einfach eins von mit. Komm, das kaufen wir jetzt so. Das nehmen wir mit. Lecker, lecker. Steht hier noch eine genauere Beschreibung zu denen. Das wird mich mal interessieren, weil die hat eine gute Freundin von mir mal gemacht. Taiyaki. Ein beliebtes Waffelgebäck in Fischform, das mit roter Bohnenpaste gefüllt ist. Es ist innen weich und außen knusprig, was diese Leckerei besonders interessant und vielseitig macht. Die Japaner erfreuten sich an sehr an Süßspeisen in Form von Tieren und anderen Dingen. Mit Taiyaki erreicht diese Vorliebe ungeahnte Höhen mit einer unglaublichen Vielfalt an Formen. Von Anime-Charakteren über Vögel bis hin zu Fischen. Tatsächlich können nur wenige andere Süßigkeiten in Japan eine derartige Vielfalt bieten. Also gibt es ganz viele von, okay? Auch wenn jeder seine eigene Strategie beim Verzehr hat, macht man als Neuling definitiv nichts falsch, wenn man beim Kopf anfängt und sich dann nach unten vorarbeitet. Auch wenn das vielleicht ein bisschen grausam klingt. Und man nimmt sie einfach mit einem Haps im Mund. Oh, eine Katze.
Wir Katzen sehnen uns nur nach einem gemütlichen Schlafplatz. Das glaube ich. Yakuza Cracker. Muss ihn aufspüren. Was redest du? Ich absorbiere dich. Danke für deine Kooperation. Da ist eine Telefonzelle, dann geben wir die einfach einmal kurz ab. Und dann machen wir mal die Nebenmission. So, Telefonzelle. Und einmal in Neo City anrufen. Hier ist Neo. Brauche Hilfe, Agenten verfolgen mich. Oh Gott, bricht er jetzt wieder zusammen? Akito, hilf mir. Mari braucht Hilfe, die ganze Zeit wahrscheinlich schon, ne? So, jetzt haben wir wieder einen Punkt hier aufgewertet. Ja, wir haben nur 10 Punkte, wir sparen die jetzt erstmal an. Aber ich muss sagen, die Controllersteuerung von dem Spiel gefällt mir sehr gut. Also sie ist sehr intuitiv. Hier sind überall die Katzen, die hier Fastfood verkaufen. Street Food. Street Food ist sowieso eins der geilsten Sachen überhaupt. Schön günstig und meistens super lecker. Was haben wir hier? Ich sehe keine Gegner. Wo kommen die? Ach, da. Wieder so ein Würfel wie vorhin. Wow. Okay, jetzt habe ich hier ein paar mehr. War ich zu langsam? Ich hab's nicht geschafft, ne? Schade. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Jetzt muss man die quasi dürfen, den nicht channeln, muss ich sie davon abhalten, ne? Ist hier oben noch was? Geister. Nein! Oh, hier sind auch Geister. Nimm mir die. Okay, hier ist wieder so ein Mann. Dass sie auch immer reden, ne? Okay, was geht hier ab? Es hat sich getarnt. Oh Gott. Was ist das denn? Ah. Oh Gott. Wo ist es? Hilfe, ich sehe es nicht. Wird mir hier angezeigt. Da ist es. Wo ist es jetzt? Da. Gott, was ist das für ein widerliches Viech, so ein Megaschleim. Gott, ey, der ist voll stark. Ist er wieder hier? Boah. Ich habe auch keine Möglichkeit, ihn so richtig aufzudecken. Will auch nicht sterben. Nehmen wir den Bogen. Wo ist er? Wo ist er? Da hinten.
Oh Gott. Wie viel das Ding aushält. Haben wir ihn? Ja. Gottes Willen. Boah. Der war krass. Okay, es wird, glaube ich, dann mit ansteigendem Spielgeschehen sehr viel schwieriger. Puh. Mal richtig ins Schwitzen hier bei dem Gegner. Boah. Müssen auf jeden Fall unseren Damage irgendwie erhöhen. Dann machen wir jetzt erstmal diese Nebenmission hier. Hatten wir dich schon? Ja, du warst, dass der den suchen, Schlafplatz sucht, ne? Okay, was haben wir hier? Eine alte Frau suchte ihre kleine Enkelin. この Reiskräcker? Okay, wir sollen deine Enkelin mit Reiskräckern anlocken. Habe ich das jetzt hier richtig verstanden? Gut, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, hört man das auch schon wimmern? Ich kann aktuell also nur zwei von jedem Lebensmittel tragen. Die ist aber auch groß, die Wohnung. Aber ein bisschen aufgeräumter hier. Ein Spielzeug, das aus einem Ball mit einem Loch besteht, der mit einer Strippe an einem Griff mit einer Spitze und drei gewölbten Tellern befestigt ist. Kandema. Tagebuch des Vermieters, Teil 2. Diese blöde Tsashiki Warashi. Wie soll man bei dem Geheule schlafen? Sie treibt mich noch in den Wahnsinn. Und wofür das alles? Vor 3 Monaten habe ich sie mitgenommen und trotzdem habe ich kein Glück. Was soll das? Ich bin genauso arm wie vorher. Noch dazu hat irgendein lausiger Dieb das Geld gestohlen, das ich mir geliehen hatte. Die Schuldeneintreiber stehen jeden Tag vor meiner Tür. Ich muss nur noch ein bisschen Geduld haben, dann werde ich ganz sicher belohnt. Ich habe hier eine goldene Gans und niemand sonst wird sie bekommen. Ich bereite mich darauf vor, dass die Tsakashi Warashi mich mit ihrem Goldregen überschütten werden. Ich habe sogar schon einen richtigen guten Tresor gekauft, bis ich mein Glück zum Besseren wende. Bewahre ich den Schlüssel im buddhistischen Altar im Schlafzimmer auf. Solange ich das Versteck keine verrate, werde ich ihn dort auch niemand finden. Okay, Schlafzimmer müssen wir finden. Wo haben wir das denn? Wow, das ist ein Kinderzimmer. Oh Gott. Das ist der Vermieter. Japan sind immer so die Vermieter, die Bösen. Sie gehört mir, nie allein. Und weg mit dir. Yokubukai no mo hodo hodo ni shite hoshii ne. Das ist die Schale, aber uns fehlen die Cracker noch. Ato wa shio senbei da na. Hier waren wir ja.
Hier ist der Safe. Hier ist was drin. Unterwelt-Oden. Lecker, lecker. Hier ist auch was drin. Ach, das, da sind die Cracker wahrscheinlich drin, ne? Jetzt brauchen wir den Schlüssel. Wo hast du den Schlüssel? Grüner Tee aus der Unterwelt. Was war das? Oh! Ach, der war verborgen, hm? Tresorschlüssel. Also, damit können wir dann jetzt an den Tresor. Wo war der? Gott, ist das hier wie so ein Labyrinth. Ja, wer will denn hier freiwillig wohnen? Verläuft man sich an seiner eigenen Wohnung? Hier war der Schrein. Da war der Tresor, ne? Ja. Grundriss des Hauses. Okay. Jetzt können wir hier die Cracker platzieren. Ah, ist das die Kleine? Gerne. Berichte der alten Frau, okay. Dann wollen wir mal rausgehen, ne? Mal gucken. Ah, da ist sie bei ihrer Omi. KK ist doch manchmal ganz schön ruppig, ne? Was soll denn dieser Lärm? Du bist ja wesentlich freundlicher. Ja, die Omi verschwindet. Jetzt haben wir ihr geholfen. Du willst nicht mitgehen? Oh, sie hat noch was für uns. Oh. Magatama. Neben normalen Geistern kannst du auch Yokai absorbieren, wofür du mit Magatama belohnt wirst. Magatama werden im Fertigkeitsmenü zum Freischalten gesperrter Pfade in neuen Fähigkeiten verwendet. Okay. Und wir haben hier ganz viele Geister, die wir absorbieren können. Cool. Geld haben wir auch noch bekommen. Hat sich doch gelohnt. Wir können jetzt hier gesperrte Pfade. Ach, da brauchen wir dann drei Stück. Einer reicht gar nicht hier, um diese Wege zu freizuschalten. Wir haben immer noch nicht genug Punkte. Hier brauchen wir auch drei Stück jeweils. Gut, okay. Ja, das sah schon mal sehr gut aus, soweit.